Also vollkommen ungefährlich für euch, oder? Die andere Seite genau. Also das klappt nicht. Also ihr müsst ein bisschen üben, zielgerichtet zu spritzen. So, und jetzt machen wir einen zweiten Versuch, einen sehr mutigen, alles auf eigenes Risiko. Der Maxen wird jetzt mit seinem blauen Schiff in die Mitte fahren, nicht spritzen. Und Max, ich sag dir, bleib ungefähr 3 bis 4 Meter weg von der gefährlichen Truppe auf beiden Seiten. Ihr könnt es mal versuchen, ihn zu treffen. Also, versuch das mal, vielleicht klappt das. So Max, du kannst mit ihm jetzt Ringelbeat spielen. Irgendwann mal trifft einer, dann ist es gut. In der Zwischenzeit bereiten wir weiter unsere Aktion vor. Nicht ganz einfach, aber ich sehe schon, es wird saugefährlich, weil die hauen ganz schön viel Wasser raus. Max, die kannst du mal zurückspritzen. Ja, warte, halt, ich hab nicht gesagt, es wird gespritzt. Zurück. Wir geben unseren Kollegen eine Chance. Außerdem, warte doch erstmal, bis sich das etwas entwickelt. Das muss doch schön qualmen. Die müssen ja alle Angst kriegen. So, also, in unserem Spiel, ich habe gesagt, ihr unterstützt später die Feuerwehr, wenn wir es nicht fertig kriegen. Ihr habt genug Zeit. Unsere Feuerwehr rückt an, positioniert sich und versucht nun, dieses nette kleine Grillfeuer dort auf den Ponton auszumachen. Das ist nämlich von so einem Schiff aus nicht so ganz einfach. Gebt auch dem Feuer eine Chance, ja, also nicht gleich ausmachen. Stefan, nicht ausmachen, nur daneben schießen. Gebt allen eine Chance. Schau mal her, der Maxen auf der linken Seite, der dreht voll ab und geht Richtung Publikum, finde ich auch gut. Aber Maxen, ich warne dich, das Publikum wehrt sich. So, also, so ähnlich wird das funktionieren. Man versucht mit dem Löschstrahl über das Feuer drüber zu steigen. Schauen Sie mal die Wasseroberfläche an, immer da, wo er auftritt, entstehen Wasserwirbel. Und auf diese Art und Weise, Christian, stopp, S100, stopp, stopp, stopp. Oh. Der löscht ihn also gut. Wenn der S100 mal richtig abspritzen kann, hat Kreuzchen. Können wir das nochmal manuell nachlegen? Also wenn der Rauch abgezogen ist. Also gut, dann machen wir es ohne Feuer. Dann hat die Löschmannschaft halt schon mal gut gearbeitet. Aber das Ding brennt ja noch. Wir sehen ja, dass es ziemlich nass ist. Und jetzt fahren wir Richtung Publikum. Die Löschmannschaften auf dem Wasser bleiben weg. Ich sage euch eins. Finger weg von der Spritze jetzt. Finger weg von der Spritze. Wehe, einer zuckt mit dem Finger. Ich sag's euch. So, der positioniert sich jetzt. Und soweit ich weiß, Jürgen, du kannst ausklinken, richtig? Nein. Oh, er kann nicht ausklinken. Also. So. Wenn ihr jetzt gut seid, dann sage ich, bei 3 zielt er auf den Ponton. Der Ponton ist da vor 20, weil 16 drauf sind, nicht der Schlepper. Achtung. 1, 2, 3 und abschießen. Und jetzt, jawohl, geht in den Gas, nachziehen und weiter, so lange bis das Rauchen aufhört. Das brennt ja immer noch. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Und lasst den Schlepper ja in Frieden. Ich sag euch, lasst den Schlepper in Frieden. Das sind noch 4,5 Meter. Na, es raucht ja immer noch. Wartet mal ein bisschen, bis der Schlepper. Stopp! Stopp! Hallo, ihr müsst auf mich hören. So, der Schlepper dreht jetzt um. Dass er wieder eine neue Chance kriegt, macht einen neuen Anlauf und der kommt wieder zu euch. Der kommt gleich wieder zu euch. Die Entfernung ist gut. Bleib da, Jürgen, bleib da. Dreh ab. So, neues Ziel anvisieren, nicht den Schlepper treffen. Das ist von da aus ein bisschen schwierig. Ihr müsst vielleicht ein bisschen auf die andere Seite rübergehen. Nicht, wer den Schlepper trifft, wird gebadet. Nein, ich erzähl dir was hinterher. So, warte, bis der Schlepper abdreht. Achtung, aufziehen. 3, 2, 1, Schuss. Oh, das ist feucht, Menschenskinder, also wer da drauf. Na, es qualmt noch, aufziehen und schießen. Jawohl, weiter, weiter, weiter.
weiter. Oh, es qualmt immer noch. Stopp, neuer Anlauf. Der Container brennt. Du müsst jetzt auf den Container zielen. Warten, bis er abdreht. Achtung, aufziehen. 1, 2, 3, Schuss! Ah, ich glaube, es ist noch voll. Dankeschön. Das war's. So, meine Herrschaften. Und jetzt alle, die eine Spritze in der Hand haben. Arm hoch. Alle zusammenstellen, ganz nah ans Ufer. So, und unsere Löschkapitäne, bitte einmal hinfahren und sich gebührend verabschieden. Und sehe, es wehrt sich einer. Ihr habt genug gelöscht. Jetzt kriegt ihr mal ein bisschen was ab, ihr schwitzt ja. So, super, Dankeschön. Das war's von uns. Ich würde jetzt ganz dringend bitten, dass ihr mir die Spritzen wiedergebt, damit die Herrschaften, die morgen dasselbe Vergnügen haben. Dankeschön. Und die nächste Geschichte, 15 Uhr, Kinder fahren ohne Voranmeldung. Das heißt,